meinem persönlichen Mythos. Ich möchte, dass der breite Amateursport hier in Kassel gefördert wird. Gleichwohl möchte ich natürlich auch, dass die Flaggschiffe und sportlichen Aushängeschilder über das Mittelmaß mittelfristig hinauskommen. Darüber denke ich, sind wir uns hier auch im Saal einig. Ich habe mir meine Mühe gemacht und habe mir mal die Trainingszeiten der EJK zusammengerechnet. Wenn Sie dann davon ausgehen, dass eine Trainingsstunde 250 Euro kostet, dann könnte man fast schon auf den Dreh kommen, dass die Jugend die Profis mitfinanziert. Insofern verstehe ich die Intention. Ich bin auch grundsätzlich für den Bau dieser zweiten Eisfläche. Aber die Frage, warum es letztlich zwischen Herrn Gips und der Stadt nicht zu einem Einvernehmen kam, ist mal abgesehen von dem Argument einer Fragenfalle hier noch nicht vollumfänglich beantwortet worden. Letztlich sind die Eigentumsverhältnisse so, wie sie sind, seit 1977. Das tut mir persönlich als Sportfan auch ein Stück weh, aber ich hätte mich gefreut, wenn man den Gesprächspart in irgendeiner Art und Weise wieder aufgenommen hätte, wenn man vielleicht das Gesamtpaket geschnürt hätte, was vielleicht auch eine Teilsanierung der Eishalle beinhaltet hätte. Und klar ist auch, dass wir natürlich auch nochmal über den Standort als solches reden. Es wurde ja auch in dem damaligen Zeitungsartikel vom legendären Kunststoffkanulat geredet. Klar ist, dass Ministerin Gutrich vor einigen Wochen in Wiesbaden verlautbaren lassen hat, dass bis dato das nicht vorgesehen ist, dass irgendwelche Kunstrasenplätze mit Kunststoffkanulat abgerissen werden. Klar ist lediglich, dass die Neuanschaffung von Kunstrasenplätzen hier in Hessen, es geht auch in Nordrhein-Westfalen, nur noch mit Sandbefüllung erfolgt. Also das nochmal hier zur Klarstellung. Wer sagt denn, dass der Gesprächspartner abgerissen ist?